Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ganz neu auf dem Markt seit Sonntag der neue Mango Mongo Loco von Hukain. Ein Mango Energy Tabak mit einem Hauch Grapefruit, der jetzt wie gesagt ganz neu ist. Wir schauen uns das Ding direkt mal an im Review. Ja Leute, und damit wie gesagt, willkommen zurück zum Review von dem neuen Tabak von Hukain, der Mongo Loco. Wie gesagt, soll das Ganze ein Mix aus einer Mango und dem Energy Drink von Rockstar sein. Rockstar mit Doppel-G und AHA am Ende, zumindest hat Hukain so auf ihrem Insta-Post beschrieben. Das Ganze ist allerdings in der Optik von Monster Energy gehalten. Verstehe ich nicht ganz. Wahrscheinlich sollte es einfach an einen Energy Drink erinnern. Auf jeden Fall soll das Ganze ein Mangosaft-Flavor sein, gemischt mit Energy Drink. Und ein ganz leichter Hauch Grapefruit soll noch dran sein, der anscheinend nur für die Säure da sein soll und aber selbst kaum rausschmeckbar ist. Ob das Ganze so ist, das testen wir natürlich, aber als erstes blende ich euch mal den Kopfbau ein und da seht ihr, wie ich das Ganze gebaut habe. So, dann kommen wir zum Kopfbau vom Huacaya. Wir nehmen uns unseren Tabak, umgerührt und durchgewühlt ist er schon. Der Kopfbau im Huacaya ist relativ simpel. Wir schnappen uns den Kopf, packen da erstmal rundherum ein bisschen Tabak hin, verteilen machen wir dann später. Da kümmern wir uns erstmal nicht drum. Erstmal wollen wir nur eine angenehme Menge an Tabak hier in den Kopf packen. So, wir packen unsere Menge Tabak rein. Ich rauche den sehr, sehr gern relativ fluffig oder so fluffig wie es geht auf Noppenkontakt mit dem relativ feinen Hukain. So ultra fluffig kann man ihn nicht lassen. Dadurch, dass der so fein geschnitten ist, ist das schon immer eine relativ kompakte Masse dann. Also egal, wie man den baut. Ich gucke, dass der Rand frei ist. Das ist immer ganz wichtig. Und ich gucke, dass am inneren Rand nicht zu viel liegt. Ansonsten wollen wir den Tabak nur halbwegs gleichmäßig verteilen. Und das ist es dann auch schon größtenteils. Das machen wir jetzt einfach mal. Also ihr seht, dass ich immer wieder was von der Seite weghole. Hier könnte es sogar ein kleines bisschen zu wenig Tabak sein. Das sehen wir gleich. Naja, also da könnten 2-3 Gramm mehr hin. Das heißt, wir gehen nochmal an unsere Dose, schnappen uns noch ein kleines bisschen Tabak, legen das dann noch mit dazu und verteilen das dann nochmal neu. Eine Sache kann man auf jeden Fall zum Huacaya sagen. Es ist nicht der tabaksparendste Kopf, aber es ist ein Kopf, der halt einfach wunderbar funktioniert. Ja, das heißt, man muss zwar ein bisschen Tabak reinpacken, aber dafür läuft er dann auch sehr, sehr gut und vor allem auch schön lange. So, hier hätte man auch noch ein kleines Blatt Tabak hinpacken können, ja. Aber es muss auch nicht so hundertprozentig sein, ne? Also das Ding ist, manchmal übertreibt man dann ein bisschen beim Kopfbau. So ist das schon sehr, sehr gut. Kopfbau habt ihr gesehen. Was ihr dabei auch gesehen habt, ist Schnitt und Feuchtigkeit. Als ich die Dose aufgemacht habe, habe ich unten ein kleines bisschen Molasse gesehen und hatte erstmal Angst, dass es wieder zu viel Molasse wäre, wie es ganz am Anfang bei Hukain der Fall war. Bei meinen ganzen letzten Dosen ging es. Es ist ein sehr schöner, heller Virginia. Anscheinend hat Hukain da nochmal ein bisschen was nachgelegt und nochmal einen niceren Grundtabak genommen. Und als ich das Ganze dann umgerührt habe, war auch keine überschüssige Molasse mehr am Dosenboden, sondern hat sich sehr, sehr nice auf den Tabak verteilt, der aber trotzdem extrem feucht war. Aber genau das will Hukain. Ob das jetzt für jeden genau das Richtige ist, ich sag mal so, je mehr Kontakt man raucht, desto problematischer könnte es sein, wenn er extrem feucht ist. Aber es geht auf jeden Fall klar. Also ich habe ihn sowohl im Vollkontakt als auch auf Noppenkontakt geraucht und es ging wunderbar klar. Preislich liegt das Ganze bei 16,90 €. Und ich würde sagen, Schnitt und Feuchtigkeit und Grundtabak top, sehr, sehr nice getroffen. Und dann kommen wir als nächstes mal zu dem Geruch. Und wir gucken mal, ob wir eine Mango, einen Energy Drink und auch vielleicht sogar die Grapefruit noch mit rausriechen. Ich finde tatsächlich im Geruch ist es eine sehr, sehr, sehr nice Mango. Eine der besten Mango-Flavors, die ich in letzter Zeit gerochen habe. Energy Drink, wenig, sehr, sehr wenig. Also so eine ganz leicht saure, man kennt ja diese typische saure Red Bull Note. Ich kenne ehrlich, ich bin kein großer Energy Drink Trinker, höchstens mal ein Red Bull oder das weiße Monster Ultra. Also wie Rockstar Energy genau riecht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. So eine ganz leichte Note ist mit dabei, aber das ist schon, da muss man sich schon sehr, sehr viel einbilden und das schon extrem rausriechen wollen, dass man das damit verbindet. Also ich finde vom Geruch ist es eher,
ist es eher ein Mango-Tabak. Grapefruit, ja, der ist ein bisschen sauer. Hukain sagt ja selbst, der Grapefruit-Anteil da drin soll eh nur für die Säure sein. Würde ich so unterschreiben, also krass sauer riecht das Ganze jetzt nicht, aber es ist schon so eine leichte Fruchtsäure mit dabei. Vielleicht kommt die da eben von der Grapefruit. Aber geruchlich würde ich sagen, ist das zu 95% oder mehr Mango und ein kleines bisschen Energy mit dabei. Ob das beim Geschmack auch so ist, das gucken wir uns gleich an. Aber als erstes schauen wir uns erstmal die Rauchentwicklung an. Rauchentwicklung, ich denke, ihr seht's, wunderbar, 1A, lässt sich auch sehr, sehr entspannt rauchen. Also ich habe weder Drücken noch Kratzen noch sonst irgendwas, ist ein Top-Tabak geworden, was das Rauchverhalten und die Rauchentwicklung angeht. Kurz noch ein paar Worte zu meinem Setup. Wenn wir über die Rauchentwicklung reden, müssen wir natürlich auch kurz über das Setup reden, weil der Tabak, klar, der muss gut sein, aber wie ihr dem Tabak dann die Hitze gibt, ist deutlich entscheidender bei der Rauchentwicklung. Bei mir das Ganze hier gerade auf der neuen Viro One, Forge Carbon und Matt Schwarz, finde ich extremst schön. Obendrauf der Alpaca Huacaya mit Konfetti-Muster, Lotus 1 Plus obendrauf, zwei Kohlen drinne, eine oben noch so reingekippt und das Ganze hier noch mit dem kleinen Viro-Mundstück. Hätte ich mir vielleicht auch jetzt was Längeres schnappen können, aber geht auf jeden Fall klar und passt sehr, sehr schön zur Pfeife. Und mit der Pfeife und mit dem Setup und mit dem Tabak kriegt man dann noch eben ein dementsprechend nices Raucherlebnis. So, der wichtigste Punkt, Leute, der Geschmack. Gucken wir mal, ob wir Mango Energy rausschmecken und ob wir vielleicht sogar noch ein bisschen was von der Grapefruit-Note mit rausschmecken. Ich nehme aber erst nochmal einen Zug und konzentriere mich mal besonders gut drauf. Ist nicht mein erster Kopf von dem Tabak, ich habe schon ein paar geraucht und was ich krass finde ist, du riechst eigentlich fast nur Mango, zum größten Teil, aber beim Geschmack merkst du auf jeden Fall die Energy-Note. Ich muss sagen, mir persönlich, wie gesagt, ich bin kein großer Energy-Drink-Fan, wäre es sogar lieber, wenn die Energy-Drink-Note nicht am Start wäre. Ich finde, die hat irgendwie sowas, ihr kennt ja diese künstliche Energy-Drink-Note und die ist da eben mit dabei, mit dieser sehr nice Mango. Also die Mango ist extrem lecker, auch im Geschmack eine der besten Mango-Noten, die ich seit langem hatte. Aber diese Energy-Drink-Note, für Leute, die es mögen, wird es bestimmt ultra geil sein. Und wenn jetzt jemand einen Mango-Energy-Tabak will, und das will der Tabak ja auch sein, dann wird es bestimmt sehr, sehr gut für den sein. Für mich persönlich, wo ich Energy-Drinks halt nicht so gerne habe, also ich sag mal, die Energy-Drinks, die mir schmecken, sind meistens die, die nicht nach Energy-Drink schmecken. Ich denke, das sagt schon genug. Für mich ist das mit der Energy-Drink-Note, ich werde damit nicht so richtig warm. Die Mango-Note feiere ich krass und die ist ultra nice. Die Energy-Drink-Note macht es mir, ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen kaputt. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn ihr einen Mango-Energy-Drink-Tabak haben wollt, dann ist das bestimmt was sehr, sehr Nices für euch. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die Energy-Drink-Note nicht so störend fand, dass ich den jetzt wenig geraucht habe. Die Dose kam gestern an und ich habe schon 5 Köpfe von geraucht. Also ganz so schlimm kann es ja eigentlich gar nicht sein. Aber just saying so, wenn ihr Energy Drink nicht mögt, seid vielleicht vorsichtig, wenn ihr sagt, Digga, das will der Tabak sein und genau das will ich haben. Dann ist er vielleicht eher was für euch als für mich. Ja, also wenn ich mich auf die Mango konzentriere, bin ich ultra happy. Wenn die Energy Drink Note mit reinkommt, ist das immer so ein kleines Hm, aber es ist nicht übel. Aber es ist halt nun mal ein Mango Energy Tabak. Von der Grapefruit schmecke ich ehrlich gesagt nicht viel. Ja, also könnte ich mir schon vorstellen, dass das diese leichte Säurenote da mit reinbringen soll und auch tut. Aber es ist nicht so, als ob ihr da noch definitiv 7% Mango im leichten Hauch an Abgang mit drin hättet oder so. Das auf jeden Fall nicht. Aber auf jeden Fall eine der niceren Sorten, die Hukain in letzter Zeit so rausgebracht hat. Und ich könnte mir trotz der Energy Drink Note vorstellen, mir davon mal wieder ein Döschen zu besorgen, weil ich die Mango-Note halt sehr, sehr nice finde. Leute, lasst mir gerne eure Gedanken unten in der Kommentarbox zukommen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben oder ein Abo raushaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.